Mein Name ist Ralf Schlatterbeck, ich habe die IoT Austria mitgegründet, möchte eigentlich das Thema, was mein Vorredner jetzt schon angefangen hat, heute ein bisschen vertiefen, teilweise vielleicht ein bisschen technischer, aber auch mit Ausblicken, was man halt so beachten sollte. Nee, hinten links. Da. So. Und was ich so ein bisschen machen möchte, ist überhaupt mal einführen nochmal, was IoT ist. Das ist nämlich eine sehr hohe Bandbreite. Mich dann auf einen kleinen Teil von IoT konzentrieren, nämlich Constraint Devices. Das sind also so die ganz kleinen Dinger, die man überall einbauen kann. Und warum die speziell ein Problem darstellen, weil das sind nämlich die, die dann die meisten sind nachher. Und dann so ein paar Protokolle anreißen, die es gibt, einen Exkurs machen zu einem großen Security-Problem, was es in dem Bereich vor kurzem gegeben hat mit den Philips-Lampen, hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, und vielleicht dann noch so ein bisschen in die Protokolle einsteigen, je nachdem, aber vielleicht gehen wir dann eher in die Diskussion. Das Wichtige an IoT ist mal, es ist ein Buzzword, das heißt, es ist irrsinnig schwierig, eine genaue Definition zu geben. Wir haben also hier ganz kleine Devices bis zu den heute auch schon erwähnten Webcams, die eigentlich ein kleiner Computer sind, so wie vor 10 Jahren ein Desktop-Computer war von der Leistungsfähigkeit. Das heißt, so eine Webcam ist ein richtiger Computer, hat ein volles Betriebssystem typischerweise, ist so eine Webcam ein Linux drin in ganz vielen Fällen, und diese Botnet-Attacke auf den Brian Krebs, auf diesen Security-Blogger, ist schon erwähnt worden. Der hat also zwei Leute enttarnt, die eine Firma hatten, die solche Angriffe gemacht haben. Das heißt, dort konnte man mieten, wenn man irgendjemand ausschalten wollte, konnte man den Service bei denen mieten, dass man denen halt entsprechende Bandbreite gibt, und dann gehen die vom Netz. Ist von viel von irgendwelchen Gamern verwendet worden, das heißt, die sind in irgendeinem Online-Game drin und schalten dann den Konkurrenten aus, der kann nicht mehr zappeln, kann nichts mehr machen, weil er gerade entsprechend Bandbreite kriegt, und dadurch gewinnt er das Spiel. Das ist eine der Anwendungen von sowas, klingt jetzt harmlos, aber das bedeutet de facto, dass jedes Kiddie ohne irgendein Verantwortungsbewusstsein sich so einen Service mieten kann. Der hat also zwei solche enttarnt in Israel, die dann die Woche drauf verhaftet worden sind. Und ein paar Freunde von denen, die auch solche Botnetze betrieben haben, haben dem dann diese 600 Gigabit pro Sekunde geschickt. Dazu muss man wissen, der Brian Krebs bloggt professionell und war schon bei Akamai. Akamai ist einer der großen Content-Provider, die wirklich wissen, was sie tun und die normalerweise so eine Botnet-Attacke locker wegstecken. Und Akamai hat WO gegeben und hat gesagt, jetzt beginnt das unsere zahlenden Kunden. Der Brian Krebs ist kein zahlender Kunde, sondern die sponsoren den. Und jetzt beeinflusst das unsere zahlenden Kunden und wir nehmen dich vom Netz. Und dann hat eine andere große Firma, die wir alle kennen und eine große Suchmaschine betreibt, hat dann gesagt, wir können das, wir machen für dich die Webseite weiter. Das so als kurze Einführung von dem, was da passiert. Die zwei großen Probleme, die wir hier haben, ist, diese Devices werden ausgeliefert. Es gibt keinerlei Incentive für den Hersteller, den Dingern ab und zu mal einen Security-Upgrade zu verpassen. Das heißt, die werden ausgeliefert und bleiben typischerweise die ganze Lebenszeit in diesem Zustand, und über die Lebenszeit werden halt alle möglichen Probleme mit den Dingern entdeckt. Dann gibt es aber auch grob fahrlässige Auslieferungen. Diese Webcams, die da in diesen Botnet-Attacken verwendet werden, also nicht nur wurden, sondern werden, haben das Problem, dass sie teilweise nicht nur ein Default-Passwort haben, was die Leute nie setzen, wie zum Beispiel jeder WLAN-Router oder so, sondern sie haben auch ein Default-Passwort, wo man sich per Telnet, also mit diesem Insecure-Protokoll, auf das Gerät einloggen kann. Und dieses Passwort kann man gar nicht ändern. Das ist fix fertig in dem Device drin. Das heißt, selbst wenn der User von der Webcam übers Webinterface das Passwort setzt, bleibt trotzdem ein Login-Passwort, mit dem man dieses Device fernsteuern kann, ungesetzt. Und das ist natürlich
ein großes Problem. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Die User ändern nie die Default-Konfiguration und die Dinger kriegen nie ein Security-Upgrade. Das heißt, pawned, also mit P, heißt, sie werden von irgendjemand geowned. Das ist so dieser intentional Druckfehler. Das heißt, irgendjemand anderem gehört ihre Webcam zu Hause. Ja? Das ist dann der Effekt davon. Wir schauen uns jetzt ein bisschen kleinere Devices an. Solche kleinen Devices haben 128 Kilobyte Flash-Speicher, also nicht Megabyte, sondern Kilobyte. Sind typischerweise so fingernagelgroß ungefähr und andere technische Daten stehen da noch und haben typischerweise ein Funkteil auf dem Mikrocontroller gleich mit drauf. Dieser Funkteil ist ein 802.15.4 Radio, das ist der Standard davon. Und das ist ein sehr langsame Funkübertragung, also viel langsamer als WLAN, aber dafür sehr viel stromsparender. Das heißt, Sie können ein solches Device mit zwei AAA-Batterien anderthalb Jahre versorgen. Und es kann funken über die anderthalb Jahre und Daten austauschen. Wir wissen seit 2003, dass man auf solchen kleinen Devices Internetprotokolle laufen lassen kann. Also obwohl das Ding nur 128 Kilobyte Flashspeicher hat, kann man dort Internetprotokoll mitmachen. Das waren zwei parallele Vorträge im Jahr 2003. Das eine ist das Micro-IP und das andere ist das Nano-IP und beide waren Vorträge auf zwei verschiedenen Konferenzen fast zur gleichen Zeit im Jahr 2003. Dazu muss man wissen, 2003 gleichzeitig hat die Zigbee Alliance gestartet und damals haben noch geglaubt, Internetprotokolle sind zu groß für diese Devices und haben ihr eigenes Protokoll aus dem Boden gestampft, eben das Zigbee-Protokoll, was auf dem gleichen Funkstandard basiert. Das heißt, Sie können auf diesem Funkstandard einerseits IP haben, also Internetprotokoll, und andererseits Zigbee. Und die Zigbee Alliance hat dann auch begonnen, diese IP-Variante weiterzuentwickeln, waren sehr aktiv in der Standardisierung von dem und die nächste Generation von Zigbee wird auch IP-basiert sein, also auf Internetprotokollen basieren. Was man auf diesen Devices typischerweise hat, ist UDP-Protokoll, nicht TCP. TCP kennen wir alle aus dem Webbrowser. UDP ist ein sehr viel kleineres Protokoll, was nicht diese Datensicherheit hat. Bei so einem kleinen Device können Sie jederzeit Funkübertragungsprobleme haben, die sind sehr leicht zu stören. Wenn dort zum Beispiel ein Funkamateur, der auf derselben Frequenz senden darf, mit 100 Watt sendet und das Device sendet mit ein paar Milliwatt, mit einem Milliwatt, dann können Sie sich vorstellen, dass diese Devices nichts mehr empfangen. Ein anderer wichtiger Faktor, da habe ich ein schönes Zitat, ist, dass die Devices nicht leistungsfähiger werden, sondern man investiert die Weiterentwicklung, die man durch Moore's Law hat, dass die Computer immer besser alle so und so viele Jahre sich schneller sind und so weiter, investiert man nicht da rein, dass die Devices größer und leistungsfähiger werden, sondern dass sie kleiner werden erstens und dass sie weniger Leistung brauchen. Das heißt, die Dinger bleiben ungefähr in dem Zustand. Das heißt, wir werden auch noch in 5 Jahren diesen Footprint haben, den ich jetzt vorgestellt habe. Das heißt, die werden nicht mehr Speicher haben und werden nicht wesentlich leistungsfähiger sein, aber werden dafür vielleicht nur noch ein Zehntel vom Strom verbrauchen. Und das ist so die wichtige Botschaft von den Dingern. Typischerweise Datenrate von den Dingern 250 Kilobit. Das Protokoll, was man hier im Auge behalten sollte, heißt SIGLOWPAN. Das WPAN steht für Wireless Personal Area Network, also für ein ähnlich wie Bluetooth ein Personal Area Network, und 6LoW heißt Low Power und IPv6, also die neue Variante vom Internetprotokoll. Es gibt auch andere Möglichkeiten, man muss das nicht über Funk machen, man kann das zum Beispiel auch über Powerline, also über Steckdose übertragen oder über
was in vielen funktionalen Gebäuden schon vorhanden ist, über irgendeine Twisted-Perverkabelung. Das ist so ein verdrilltes Kabel, was man für Gebäudeautomatisierung standardmäßig heute schon einsetzt. Ja, und was man hier sieht, wir haben sehr kleine Pakete und dieser 6-Low-WPAN-Layer liegt sozusagen zwischen Funk und IPv6, so eine kleine Zwischenschicht, die diese kleinen Telegramme auf die großen IP-Telegramme anpassen kann. Man versucht aber trotzdem, diese Telegramme sehr klein zu halten. So schaut so ein Funknetz aus. Es gibt typischerweise zwei verschiedene Typen von Knoten. Die grünen können noch weniger, die können nicht mal Daten weiterleiten. Die roten können im Funknetz Daten weiterleiten, sodass zum Beispiel einer von den grünen Knoten nicht direkt diesen Edge-Router da oben erreichen muss, also ins Internet kommt, sondern er kann über mehrere Funkhüpfer zu dieser kabelgebundenen Infrastruktur kommen und damit kann man solche Geräte zum Beispiel auch an Standorten deployen, wo man eben mit Funk nicht direkt hinkommt, aber über mehrere Hops dann ins Netz kommt. Das ist also so die Architektur, wie sie ausschaut. Und wir haben dann diesen Edge-Router, Edge heißt Kante, das heißt, der ist an der Kante vom Funknetz und routet dann die IPv6-Pakete ins Internet. Jetzt dieser Ausflug in dieses IoT-Wurm-Paper. Ich habe das ein bisschen aufbereitet. Das hat vor 2 Monaten ungefähr, also Ende 2016, recht hohe Wellen geschlagen, weil es gezeigt hat, dass man im Prinzip einen Wurm schreiben kann, der sich von intelligenter Lampe zu intelligenter Lampe über eine ganze Stadt ausbreiten kann. Also wirklich ein sehr beunruhigendes Szenario. Und ein Wurm ist einfach eine Malware, die einen Computer infiziert und von diesem Computer aus den nächsten Computer infiziert und so weiter. Und diese Teile können alle miteinander kommunizieren. Deswegen nennt man es Wurm und nicht Virus, wobei diese Unterscheidung zwischen Wurm und Virus sehr in die technische Tiefe geht. Vorausschickend ein Zitat aus diesem IoT-Wurm-Paper. Der scharfe Kontrast zwischen dem, wie der Datenverschlüsselungsstandard TLS 1.3, der heute in praktisch allen Browsern unterstützt wird, entwickelt worden ist, das war nämlich ein sehr offener Prozess, und dem, wie die Zigbee Alliance heute ihre Standards macht, das ist nämlich ein sehr geschlossener Prozess. Die neueste Zigbee-Spezifikation, die IP-basiert ist, ist nicht verfügbar bis jetzt. Das heißt, die wird hinter geschlossenen Türen gemacht und dann, wenn sie rauskommt, haben erst irgendwelche Sicherheitsforscher die Möglichkeit, sich das Ding anzuschauen, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in dem Protokoll gröbere Probleme finden, ist sehr groß. Und im TLS war das eben von vornherein so, dass man den sehr offen entwickelt hat und dadurch die Security-Community die Möglichkeit gehabt hat, sich das ganz genau anzuschauen. Und deswegen ist aus meiner Sicht auch was Sinnvolles dabei rausgekommen. Wir werden sicher die nächsten Jahre Probleme wieder damit finden, aber dieser Angriff ist eine Attacke auf Philips Hue-Lampen. Man muss aber dazu sagen, es gibt auch einige andere große Hersteller, die sehr ähnliche Probleme haben, weil die Probleme, die dort gefunden wurden, zum Teil auch in den Standards der Zigbee Alliance sind. Das ist also eine sogenannte Smart Lamps-Plattform, und das Zigbee hat dazu ein eigenes Subprotokoll, das heißt Zigbee Light Link. Also Lichtverbindung ist aber keine Lichtverbindung, sondern eine Verbindung für Lichter, also für Lampen. Und gedacht ist es für Consumer-Produkte, also für Leute, die wie Sie und ich, die das als Privatanwender benutzen. Es sei aber gleich gesagt, diese Dinger werden zum Beispiel auch in Krankenhäusern eingesetzt, diese Lampen. Ja. Also Vorsicht mit dem Ding, es ist ja nur ein Consumer-Produkt. Das ist eigentlich auch der Punkt, den ich hier machen möchte. Man kann bei Devices, die am Netzwerk hängen, nicht mehr sagen, es ist ja nur ein Consumer-Produkt, wir brauchen dort nicht so viel Security. Ja? Das Problem haben wir schon bei den WLAN-Access Points, die hoffentlich hinter irgendeiner Firewall oder zumindest hinter einem NAT sind und damit zumindest mal nicht ganz so
problematisch sind. Schwieriger wird es, wenn wir die DSL-Router anschauen, die direkt am Netz hängen. Die werden heute teilweise schon in Botnetzen ferngesteuert für irgendwas benutzt und der Benutzer weiß gar nichts davon, der das im Wohnzimmer stehen hat. Und das heißt, wir können heute nicht sagen, das ist nur ein Consumer-Produkt, wir machen das nicht sicher genug. Und da möchte ich so ein paar Dinge, die da aus meiner Sicht die Zigbee Alliance falsch gemacht hat, herausheben. Bitte, Frage. Was tun oder können diese Lampen? Da kann man die Farbe einstellen. Also das heißt, man hat typischerweise mit dem Telefon oder mit irgendeinem Computer, kann man sich verbinden mit der Basisstation von dem Ding und kann dann irgendwelche Farbgebungen der Lampen einstellen, bestimmte Szenarien definieren. Also zum Beispiel, ich möchte, dass die Lampe dieses Licht hat, die Lampe dieses Licht, und dann kann man es abspeichern und später genau wieder so einstellen und solche Dinge. Ja. Also im Wesentlichen sind es intelligente Lampen, die man nicht nur dimmen kann. Es gibt welche, die können nur weißes Licht machen, das sind die billigeren, aber die meisten von den Dingen können farbiges Licht, das heißt, die haben mehrere farbige LEDs drin und haben halt einen kleinen Computer drin mit so einem 802.15.4 Radiochip und können darüber über Funk kommunizieren. So, dafür gibt es dieses ZLL, dieses ZLL Touchlink-Protokoll, um neue Lampen in mein Netz zu holen. Wenn ich jetzt so eine Basisstation kaufe und drei Lampen, will ich vielleicht irgendwann mal eine vierte Lampe haben, dann kaufe ich mir eine und die muss ich irgendwie pairen und in dieses Netz bringen. Und dafür gibt es dieses Commissioning-Protokoll, um die Lampe ins eigene Netz, ins eigene Personal Area Network zu holen. Zigbee verwendet dafür einen Schlüssel für jedes Paar, also die Kommunikation zwischen den Lampen ist verschlüsselt und diese Keys müssen natürlich irgendwie in die neue Lampe reinkommen, dass die mit meinen anderen Lampen kommunizieren kann. Und das passiert so, es gibt einen geheimen, in Anführungszeichen, Master Key, der in allen diesen Lampen drinnen ist. Und die Basisstation kommuniziert über diesen geheimen Key mit der neuen Lampe und teilt ihr die Geheimnisse mit, die sie wissen muss, damit sie im Netz kommunizieren kann. Und natürlich bleibt so ein geheimer Key nicht lange geheim. Der wurde 2015 auf Twitter geleakt und ist seither bekannt. Vorher war er nur bekannt den Leuten, die bei der Zigbee Alliance dabei waren. Und man sieht sofort, die Idee, hier einen Pre-Shared Key zu nehmen, den insbesondere die ganze Zigbee-Gruppe kennt, ist nicht wirklich eine gute Idee. Ja? Wir haben aber das Problem, dass diese Devices sehr klein sind und trotzdem sicher kommunizieren müssen. Und da kann ich dann nachher noch ein paar Anhaltspunkte geben, wie man im IP-Bereich das Problem lösen kann. Aber damals, dieses ZLL ist eben schon ein bisschen älteres Protokoll, war das vielleicht sogar mal eine gute Idee. Wir wissen heute, es war keine gute Idee. So, wie geht das jetzt? Ich habe eine neue Lampe, die lege ich jetzt neben meine Basisstation. Und was die Implementierung macht, ist, sie stellt sicher, dass diese Lampe weniger als einen Meter neben dieser Basisstation liegt, damit ich sie ins Netz integrieren kann. Das verhindert, dass ich mit meiner Basisstation die Lampe von meinem Nachbarn, der vielleicht nur eine Wand weiter ist, übernehme und die Lampe vom Nachbarn fernsteuern kann. Oder soll das verhindern? Denn die Researcher haben herausgefunden, ja, aber leider werden nicht alle relevanten Telegramme, die da über Funk übertragen werden, auf diese Leistung gecheckt. Und es gibt Telegramme, mit denen man genug tun kann, um eine fremde Lampe ins eigene Netz zu holen, wo dieser Check nicht passiert. Das heißt, was das Radio, was die Lampe macht, sie prüft die Empfangsfeldstärke von der Basisstation und nur wenn die oberhalb von einem gewissen Level ist, erlaubt sie überhaupt, dass sie konfiguriert wird. Und die Researcher haben eben herausgefunden, dass diese Lampe halt leider nicht alle relevanten Telegramme checkt und sie eine Lampe auf Funkreichweite, also so 300 Meter oder sowas in der Größenordnung, in ihr eigenes Netz holen können. Das heißt, ich kann aufgrund dieses Fehlers die Lampe in mein eigenes Netz holen. Dieser Bug ist gefixt inzwischen. Ja?
Die Philips hat zum Glück eingebaut, dass diese Geräte von der Basisstation automatisch abgegradet werden. Also im Gegensatz zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Devices nie ein Update sehen, stimmt nicht. Philips hat das von vornherein eingebaut und es ist eine sehr weise Entscheidung, wie wir spätestens seit diesem Vorfall wissen. Also das geht nicht mehr, aber damals ging das. Das heißt, Sie können, bitte. Also musste die Basisstation manuell quasi updaten natürlich, oder über die App? Die Basisstation hat Anwendungen drin, wo sie sich mit Philips verbindet und wo sie zum Beispiel übers Telefon auch bestimmte Szenarien oder das Ding fernsteuern können. Wie sinnvoll das ist und wie sehr man das möchte, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber jedenfalls gradet sich die Basisstation, die glaube ich nicht vollautomatisch, aber die Basisstation gradet zumindest die Funknoten automatisch ab. Ja. Ja, also man kann alle Devices innerhalb des Funkbereiches von einem Knoten erreichen und ins eigene Netz holen und damit, also das geht mit diesen, die Telegramme habe ich da aufgeschrieben, der heißt Reset to Factory New, damit kann ich eine Lampe komplett resetieren und dann kann ich sie in mein eigenes Netz holen. Dann gibt es die Möglichkeit einer Lampe, wir haben ja schon gesagt, Philips hat das eingebaut, die Lampe kriegt eine neue Firmware, das nennt man Over-the-Air Upgrade, also über die Luftschnittstelle der Lampe eine neue Firmware verpassen. Dieses Over-the-Air, abgekürzt OTA, ist von der Zigbee Alliance standardisiert. Das heißt, ich kann theoretisch auch eine Lampe eines Fremdherstellers in meinem Netz haben. Philips unterstützt es auch, also ich kann von einem Fremdhersteller Lampen nehmen und in das eigene Netz tun, wobei vor kurzem gab es da mal Troubles und dann gingen plötzlich die Lampen der Fremdhersteller nimmer. Philips hat glaubhaft versichert, dass das nicht Absicht war in dem Fall, aber es ist halt nicht ganz einfach, beliebige Lampen von Fremdherstellern da zu unterstützen. Jedenfalls heißt das, dieser Prozess für dieses Over-the-Air-Update ist standardisiert. Und der Standard sagt, es ist eine gute Idee, asymmetrische Verschlüsselung zu nehmen, dass ich also keinen Key in jedem Device habe, den jeder kennen muss, sondern dass irgendein Zertifikat in dem Device drin ist, mit dem es erkennt, von wem kommt dieses Upgrade und darf ich das überhaupt einspielen. Das ist aber nicht vom Standard zwingend vorgeschrieben und Philips hat es nicht so gemacht. Das heißt, für dieses ZigBee Lightlink-Protokoll ist es nicht vorgeschrieben. Philips hat für dieses Over-the-Air-Update wieder einen symmetrischen Key genommen, also einen symmetrischen AES-Key, der in jedem Device drin ist, um solche Firmware-Updates zu authentifizieren. Sie haben dafür einen State-of-the-Art-Algorithmus genommen, der zwei Dinge gleichzeitig tut, nämlich einmal die Firmware verschlüsseln. Das heißt, nicht jeder kann die Firmware auseinandernehmen und schauen, was die tut, was eine gute Idee ist, besonders weil da ja auch Keys drin sind, wie wir schon gehört haben, die geheim sind, ja, halt heute nicht mehr. Und gleichzeitig eine Checksumme, eine kryptografische Checksumme über die Firmware macht, sodass sichergestellt ist, dass diese Firmware vom Hersteller kommt. Aber leider haben sie dafür wieder einen pre-shared Key genommen und die Researcher haben gezeigt, dass man diese Keys aus dem Device rausholen kann. Diese Geräte, muss man dazu sagen, haben eine Art Sicherung, die man per Software setzen kann, aber nicht mehr zurücksetzen kann, ohne das ganze Device zu löschen, mit dem man verhindert, dass jemand die Firmware auslesen kann. Das heißt, da ist zwar der Key drin in dem Device, aber ich bekomme ihn nicht mit normalen Mitteln raus. Was die Researcher jetzt gemacht haben, ist, sie haben einen Trick gemacht, was man eine Side-Channel-Attacke nennt. Das heißt, man misst den Stromverbrauch von dem Gerät, während es kryptografische Operationen macht. Und daraus, aus diesem Stromverbrauch, kann man Rückschlüsse auf den Key in dem Gerät ziehen, mit bestimmten Korrelationen. Das klingt jetzt
urkompliziert und so. Fakt ist, das kann jeder Student mit einem Speicheroszilloskop heute tun. Ja? Das können Sie zu Hause machen. Ein Speicheroszilloskop kostet unter 1000 Euro. Ich kann damit diese Traces, Power Traces nennt man das, aufzeichnen, also wie viel Strom verbraucht das Gerät, und kann das messen und kann dann, wenn ich einen bekannten Plaintext habe, den das Gerät verschlüsselt, rausfinden, was der Key ist. Ja? Und das haben die gemacht. Dazu muss man sagen, der eine Mensch, der da Mitautor ist, hat diese Chip Whisperer Plattform, die ich hier erwähne, die explizit für solche Side-Channel-Attacken gebaut ist, als Crowdfunding-Plattform gebaut und über Crowdfunding finanziert. Das heißt, das kann sich heute jeder kaufen, kostet weniger als ein Speicheroszilloskop, ist aber halt genau für diesen Zweck gedacht, und man kann damit diese Differential Power Analyse, heißt diese Attacke, noch deutlich besser machen. Also man braucht weniger Samples als mit einem Speicheroszilloskop, weil man halt den Takt zum Beispiel von diesem Chip Whisperer mit dem Takt von der gemessenen CPU synchronisieren kann, und damit hat man keinen Jitter drauf auf den Samples, und damit kann man das alles viel besser ausrechnen. Ja? Außerdem haben sie die Krypto genauer angeschaut, weil dieses AES-CCM hat bis jetzt noch niemand mit einer Side-Channel-Attacke angegriffen. Der eine Mitautor von diesem Team, was dieses Paper geschrieben hat, ist der Adi Shamir. Der ist das S in dem RSA-Verschlüsselungsalgorithmus und arbeitet in dem Feld also schon recht lange. Und das sind halt Studenten von ihm, die da diesen Angriff quasi gemacht haben. Aber was sie eben geschafft haben, ist, diesen Key, den sie brauchen, um Over-the-Air-Upgrade zu machen, aus dem Device rausgeholt. Und jetzt haben sie zwei Dinge. Sie können erstens ein Device auf Funkentfernung bis zu 300 Meter in ihr eigenes Netz holen, und dann können sie dem Ding mit diesem Key ein Software-Update verpassen, und dann hat es eine böse Software drin und infiziert wieder in Funkreichweite weitere Lampen. Und damit haben sie alle Zutaten, die sie quasi brauchen, um so eine maliziöse Software zu schreiben, die mal in eine einzelne Lampe mal einspielt und die sich dann weiter verbreiten könnte. Die haben das natürlich nicht gemacht, weil historisch der erste Wurm war der Morris Worm in den Ende der 80er Jahre. Der hat das dann gemacht und ist wirklich geschrieben, das Ding, und es ist ihm ausgekommen und er ist dafür ins Gefängnis gegangen. Dieses Risiko haben die nicht eingegangen, aber wir können glaubhaft nachvollziehen, dass diese Zutaten ausreichen, um sowas zu tun. Vielleicht auch noch wichtig, dieser Key, den die da rausgeholt haben, haben sie natürlich nicht veröffentlicht. Aber nachdem er dann wusste, wie das geht, war derselbe Twitter-Account, der diesen anderen Key 2015 geleakt hat, hat dann im Dezember noch diesen Key für den Software-Upgrade auch auf Twitter geleakt. Das heißt, den hat heute im Prinzip jeder. Ja, und damit kann eine Lampe alle weiteren Lampen infizieren, und sie haben dann noch ausgerechnet, was für eine Abdeckung brauche ich, wie viele Lampen pro Quadratkilometer sozusagen brauche ich, damit alle Lampen infiziert werden. Und sie haben herausgefunden, dass für eine Stadt wie Paris 15.000 solche Lampen reichen. Dazu muss man wissen, Paris ist eine der dichtest besiedelten Städte in Bezug auf wie viele Leute pro Quadratkilometer sozusagen wohnen. Aber Philips hat in Paris sicher mehr als 15.000 von diesen Lampen verkauft. Ja. Und das heißt, das ist eine echte Gefahr. Was lernen wir daraus? Consumer Devices brauchen nicht weniger Sicherheit als andere Devices, weil sie werden heute schon, wie zum Beispiel Webcams, für Angriffe auf große Infrastruktur verwendet. Ich glaube auch, dass wir da, und das ist ja angerissen worden, auch schon in der Einführungsveranstaltung, wir werden gesetzliche Regelungen dazu bekommen. Das heißt, weil eben da ein echtes Marktversagen stattfindet, weil der, dem die Webcam gehört, dem ist es wurscht, die Webcam tut immer noch, was sie soll. Sie ist immer noch eine Webcam, aber sie wird von irgendjemand ferngesteuert,
für Angriffe auf große, auf Infrastruktur, die allen gehört. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass dem Verkäufer ist es egal, dem Käufer ist es egal, also dem Produzenten ist es egal, dem Käufer ist es egal, und damit haben wir keinen Marktmechanismus, der dazu führt, dass diese Devices sicherer werden. Das heißt, wir werden gesetzliche Regelungen bekommen. Und ich sage jetzt mal böse, wenn wir das alleine den Politikern überlassen, dann bekommen wir eine schlechte Regelung. Und das heißt, jeder ist aufgefordert, hier entsprechende in seinem Bereich Arbeit zu leisten, dass die Regelungen besser werden. Wir werden als Österreich nicht wahnsinnig großen Beitrag leisten, aber vielleicht doch im Rahmen der EU, dass da was Sinnvolles kommt und nicht irgendwas, was dann... Es gibt schon einige seltsame Regelungen in diesem Bereich. Dann möchte ich noch ganz kurz sagen, was für Protokolle haben wir dann jetzt, wir haben ja gesagt, diese Radios, die da drinnen sind in diesen Philips-Lampen, sind die gleichen, die auch für 6LoWPAN, also für zukünftige Devices verwendet werden, die dann direkt IP sprechen, also direkt im Internet hängen. Die werden sicher nicht direkt im Internet hängen im Sinne von, dass keine Firewall dazwischen ist, sondern es wird immer irgendwas geben müssen dazwischen, weil sonst allein schon die Gefahr, dass jemand in dieses Funknetz von außen reinkommt und die Bandbreite zumacht, zu groß ist. Wir haben ja gesagt, die haben sehr wenig Bandbreite und deswegen braucht man dort irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, aber es wird von diesen Geräten sehr, 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 sehr viele geben. Es ist vorher schon ein bisschen eingeführt worden, wie viele Devices. Ich finde eine gute Metrik, sich zu überlegen, wie viele Geräte haben wir pro Person. Wir haben Ende 2015 oder Anfang 2016 den Punkt erreicht, dass wir pro Mensch auf dem Planeten Erde ein Gerät haben. Also so wenig, sagen jetzt vielleicht manche, weil von uns hat ja jeder nicht nur eins, aber es ist halt nicht gleich verteilt. Und man erwartet, dass bis 2020 das bei ungefähr 60 bis 100 Devices pro Person liegt. Ja, also ein riesiger Anstieg. Und ganz viele sind solche kleinen Devices, die dann halt vielleicht in irgendeiner angeschlossenen Zahnbürste drin sind, die dem Benutzer mitteilt, dass er ein bisschen länger putzen soll oder irgendwas in der Richtung. Ja, also seltsame Anwendungen teilweise, aber eben sehr verbreitet in ganz vielen Geräten. Ich gehe da noch ein bisschen rein, ja, vielleicht. Ein minimales Betriebssystem für solche Geräte heißt Contiki OS, hat eben diesen Micro-IP-Stack, den ich am Anfang erwähnt habe, der 2003 publiziert worden ist, mit drin. Unterstützt ganz viele solche Mikrocontroller, hat ein Mesh-Routing-Protokoll, also wo ein Knoten über mehrere Hüpfer Daten übertragen kann, und hat eine offene Lizenz, und wir werden wahrscheinlich viel so Open-Source-Software in diesem Bereich sehen. Auch die Zigbee Alliance hat teilweise Protokolle offen, die als offene Implementierungen existieren. Wir haben spezielle Herausforderungen, diese Devices, die Physical Security. Normalerweise sagt man, wenn ich physikalischen Zugriff auf ein Gerät habe, gehört es mir. Ja, das gilt für einen Computer, weil ich kann einen Computer, vor dem ich sitze, über einen USB-Stick booten und dann das Betriebssystem überschreiben und alles damit tun, was ich will. Ja, mit gewissen Einschränkungen. Es gibt Geräte, mit denen es nicht so einfach geht. Aber im Wesentlichen ist, sobald die physikalische Security nicht gegeben ist, gehört das Gerät dem Angreifer. Und wir haben hier ganz viele Devices. Sie müssen sich vorstellen, die sind dann vielleicht in jeder Lampe hier. Und irgendeiner, der mit einem Arbeitsanzug kommt und einer Leiter, der kann so ein Gerät einfach mitnehmen. Ja? Das heißt, wir haben zusätzliche Herausforderungen, Sicherheit zu gewährleisten, ohne physikalische Sicherheit zu haben. Dieser Angreifer kann nicht alle Geräte ausbauen oder so oder austauschen, aber er sollte nicht an das Schlüsselmaterial, was in dem einen Device drin ist, in der Lampe herankommen und damit das ganze Netzwerk entschlüsseln können. Das heißt, wir brauchen, was wir in der Informatik Key Management nennen, die Möglichkeit,
Geräte so zu deployen, dass man Verschlüsselung machen kann, ohne dass ich aus einem Knoten die Schlüssel rausholen kann und das ganze Netzwerk entschlüsseln kann. Das ist ein hartes Problem, wie hier auch steht. Und man kann jetzt diese Verschlüsselung auf mehreren Protokollschichten machen, nämlich auf Layer 2, auf Layer 3, auf Layer 4. Und was bei allen diesen verwendet wird, ist der AES-Algorithmus. Der ist üblicherweise in diesen kleinen Mikrocontrollern schon drin, in Hardware. Das heißt, die können sehr effizient die Verschlüsselung rechnen. Und was die auch haben, ist ein Zufallszahlengenerator, das ist vorhin schon erwähnt worden, der misst, weil das Ding hat ja ein Radio, der misst die Empfangsfeldstärke und nimmt einfach die untersten paar Bits, die sich ständig ändern, weil sich die Empfangsfeldstärke ändert, als Zufallszahlen. Und damit hat er eigentlich alles, was er braucht, um solche Sicherheit zu implementieren. Das Problem ist, sobald die mal einen Schlüssel haben, selbst wenn man darf, diese Schlüssel nicht wiederverwenden in diesen Algorithmen, die da verwendet werden, sondern die haben eine Zahl drin, die darf man nur einmal verwenden. Und das bedeutet, ich darf mit einem Schlüssel nur eine bestimmte Anzahl von Verschlüsselungen machen, dann müsste ich diese Zahl wiederverwenden und dann muss ich den Schlüssel wegschmeißen und einen neuen machen, spätestens dann. Dann haben diese Geräte das Problem, wenn sie den Strom verlieren, weil sie zum Beispiel über Solarenergie versorgt werden und es ist Nacht und diese Geräte haben halt oft keine Batterie oder einen Akku, der dann halt mal leer wird oder so, schalten die sich ab und kommen wieder hoch und haben natürlich kein Schlüsselmaterial. Und auch dafür braucht es Möglichkeiten, dass die diesen Schlüssel sich irgendwie neu erzeugen. Das hupfe ich mal ein bisschen weiter. Das nennt man ein Key-Management-Protokoll und die Standards im Internetprotokollbereich schreiben auch vor, dass das zwingend nötig ist. Das ist dieser lange Satz. Sie brauchen Quality Random Numbers und Sie brauchen ein Key Management. Und das ist also eine zwingende Voraussetzung. So, jetzt hupfe ich da mal nochmal drüber. Was gibt es da? Es gibt auf Layer 3 das Internet Key Exchange Protokoll und diese ganzen Protokolle haben den, sind alle weit in der Praxis getestet. IKE ist ein Teil von dem vorher erwähnten IPsec Protokoll, was auch auf IPv4 schon verwendet wird, hat aber diesen Nachteil, dass es auf diesen kleinen Geräten halt zu groß ist. Ja? Also es gibt die Einschätzung von Mitentwicklern von diesen kleinen Devices, dass dieses Key-Management zu groß sein wird und da nicht gut reinpasst. Die anderen Teile sollten nicht zu groß sein. Was relativ neu ist, ist auf Layer 4 Datagram Transport Layer Security. Wir alle kennen Transport Layer Security daher, wenn wir mit unserer Bank kommunizieren über Internetprotokolle, dann kriegen wir so ein komisches Schloss im Browser und es sagt uns, diese Verbindung ist jetzt verschlüsselt. Das ist Transport Layer Security für TCP/IP. Wir haben vorher gesagt, UDP ist das Protokoll, was in diesen kleinen Devices verwendet wird und für die gibt es das Datagramm Transport Layer Security DTLS und das ist verwendbar für diese kleinen Devices. Das Protokoll, was die typischerweise sprechen, ist das Constraint Application Protocol CoAP. Ist so ähnlich wie HTTPS, HTTP und es gibt eben auch eine S-Variante, CoAP-S wie HTTPS, die dann verschlüsselt ist. Es gibt zwei Implementierungen. Eine ist eine Diplomarbeit an der Universität Bremen. Das andere ist das TinyDTLS, was in Deutschland eine große Forschungsinstitution implementiert hat. TinyDTLS schaut im Moment so aus, als ob es einfach besser unterstützt wird. Wir alle kennen das, es macht jemand eine Diplomarbeit und hat dann keine Möglichkeit mehr, nachher das Ding auf Stand zu halten. TinyDTLS ist gut gewartet und funktioniert in verschiedenen Software-Stacks, also nicht nur in dem vorher erwähnten Contiki-Betriebssystem, was Open Source ist, sondern auch noch in anderen Betriebssystemen. Das heißt, wir werden voraussichtlich
das sehen, weil eben da auch das Key-Management besser gelöst ist als bei IPsec. Das heißt, wir haben zwar IPsec spezifiziert, auch für IPv6, aber werden das in diesen kleinen Devices zumindest nicht, vermutlich nicht im ersten Schritt sehen. Gut, dann möchte ich da noch mal kurz eine Zusammenfassung machen und dann gehen wir vielleicht ein bisschen in die Diskussion. Was brauchen diese Protokolle? Also ganz kurz, wir können auf Layer 2 eine Verschlüsselung machen. Layer 2 ist immer zwischen zwei Knoten. Das heißt, wir haben dann den Effekt, der Knoten A kommuniziert mit dem Knoten B. B packt es wieder aus, tut also die Verschlüsselung weg und tut es dann, um es an C weiter zu schicken, wieder auspacken und neu verschlüsseln. Und das heißt, auf jedem Knoten haben wir das, was gerade übertragen wird, im Klartext. Und wenn wir uns erinnern, Lampe und jemand kommt mit der Leiter und holt diesen Knoten, dann kann der allen Verkehr entschlüsseln. Also Layer 2 ist keine gute Idee für diese Verschlüsselung. Vielleicht zusätzlich, weil es natürlich eine gute Idee ist, schon mal auf dieser Ebene Verschlüsselung zu haben, aber nicht als einzige Maßnahme. Zigbee hat das als einzige Maßnahme. IPsec ist die nächste Ebene. Da haben wir gesagt, ist das Key-Management vermutlich zu komplex für diese Geräte. Bleibt uns DTLS, CoAPS als Betriebssystem und das ist wahrscheinlich das, was wir sehen werden. Hat auch den großen Vorteil, die Schlüsselaushandlung passiert mit asymmetrischer Kryptographie. Das heißt, ich kann ein Zertifikat haben, was in jedem Device drin ist, mit dem es erkennen kann, ob das Telegramm, was da jetzt kommt, gültig ist. Es ist sozusagen unterschrieben mit einer elektronischen Unterschrift. Und trotzdem kann nicht jeder empfangende Knoten diese Unterschrift fälschen, weil er mit dieser asymmetrischen Kryptographie nur den Schlüssel checken kann. Also checken kann, dass die Unterschrift korrekt ist, aber er kann die Unterschrift nicht nachmachen, weil dafür braucht es die andere Hälfte von dem Key. Die eine ist geheim und die andere ist öffentlich. Und der geheime Teil bleibt geheim und der öffentliche Teil kann in jedem von diesen Devices drin sein. Und damit kann man dieses Problem zum Beispiel auch mit dem Software-Upgrade, was die Zigbee Alliance hat mit diesen Lampen, elegant lösen, weil dann jedes Gerät diesen asymmetrischen Key drin hat und halt checken kann, dass das Software-Upgrade wirklich von der richtigen, vom richtigen Quelle kommt. Und das kann man nicht mehr einfach dadurch, dass man eine Side-Channel-Attacke auf das Device macht, weil das Device hat diesen Schlüssel gar nicht. Ja? Das heißt, der ist da nicht drin. Es kann nur die Unterschrift prüfen, aber es kann nicht die Unterschrift fälschen. Private Key quasi sein auf der Management Station oder beim Hersteller? Beim Hersteller. Ja. Das heißt, der darf nicht korrumpiert werden, sonst ja, ist der vorbei. Ja, aber das ist natürlich, das ist natürlich die Hoffnung. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es dann nicht mehr einen Key gibt, der von der Zigbee Alliance vorgeschrieben ist, sondern dass Philips diesen Key irgendwo in einem abgeschlossenen Kammerl hat und dass der dort nicht geleakt wird. Kann natürlich immer noch passieren. Ja. Und ich kann natürlich auch, was ich tun kann, im Deployment das machen. Das heißt, ich kann mir von Philips für ein Krankenhaus zum Beispiel die Lampen kaufen, dann in diese Lampen meinen eigenen Key reinspielen, ja, und dann kann dieses Krankenhaus Software-Updates von seinen eigenen Lampen machen, aber niemand anders. Und das skaliert viel besser als ein Schlüssel, der im Prinzip jedem bekannt ist. Ja, wie man sieht, ist er dann halt jedem bekannt. Ja. Das also ganz kurz, was man dazu kann. Was braucht man? Wir brauchen typischerweise einen guten Zufallszahlengenerator. Die Geräte haben einen. Wir wissen noch nicht, wie gut er ist. Also das muss man erst untersuchen. Da erhoffe ich mir, dass es Forschungsbeiträge zu dem Thema gibt. Wir sind da auch im Gespräch zum Beispiel mit dem AIT, die auch Interesse bekundet haben, sowas sich mal genauer anzuschauen, weil es halt in diesen ganzen Geräten gibt so einen Zufallszahlengenerator, aber wenn der nicht gut ist, dann haben wir wieder ein gröberes Problem. Und man braucht einige zusätzliche Dinge, die heute noch nicht in jedem solchen Gerät drin sind. Gut, das einfach mal zu der Technik. Das heißt, wir haben vermutlich zu den Webcams, die wir heute schon haben, was einige zigtausend bis Millionen Stück sind,
vermutlich dann solche Geräte, die in die Milliarden gehen werden und wo das Sicherheitsproblem mit Upgrades und so weiter aus meiner Sicht völlig ungelöst ist. Wir haben auch gesagt, es gibt eigentlich vom Markt her keinen Druck, dass es besser wird. Das heißt, wir werden mittelfristig hier gesetzliche Lösungen brauchen und vermutlich auch sehen. Wie gut diese sein werden, hängt ein Stück weit auch von uns allen ab und hängt insbesondere davon ab, dass es Menschen gibt, die sich einerseits mit den rechtlichen Aspekten beschäftigen und andererseits mit den technischen Aspekten beschäftigen und in der Lage sind, zwischen diesen beiden, ich sage jetzt mal, Welten zu vermitteln in einer Form, dass da was Ordentliches bei rauskommt. Es hat im letzten Artikel von Bruce Schneier, der schreibt so einen kryptografischen Newsletter, so einen Security-Newsletter, gibt es einen Vorschlag dazu, der sehr ernst zu nehmen ist, wie sowas ausschauen kann, der erstmal so diese ganze Landschaft beschreibt. Was ich sehr spannend finde, ist, dass er sagt, wir bauen eigentlich einen riesigen Roboter. Das heißt, wir schließen immer mehr Dinge ans Internet an, die einerseits sehen und hören kann, also irgendwelche Sinne haben, Sensorik haben, und andererseits Hände und Füße haben, also auch irgendwie etwas in der Welt bewegen können. Und diese beiden Kombinationen schreibt man eigentlich einem Roboter zu. Das heißt, wir bauen eigentlich einen gigantischen Roboter, das Internet, wo halt ganz viel dran hängt. Und wir müssen aufpassen, dass der hat zwar sehr wenig Intelligenz, dieser Roboter, ja, muss man auch sagen, weil dieser eine Roboter natürlich nicht alle Arme und Füße gleichzeitig bewegen kann. Aber wir erzeugen was, was wir eigentlich nicht wirklich gut verstehen. Ja. Und dort liegen aus meiner Sicht große Probleme, große Gefahren auch. Insbesondere, wenn wir weiter so machen, dass wir einfach alles anschließen. Und das sagt er auch, wir werden wahrscheinlich dorthin kommen, dass wir nicht mehr alles ans Internet anschließen. Weil es halt Dinge gibt, die vielleicht besser nicht angeschlossen werden. Sei es ein großes Kraftwerk oder ein Stausee oder irgendwas, was heute leider schon, wie wir auch aus der Security-Community wissen, der Fall ist, dass das teilweise angeschlossen ist. Gut, ich glaube, wir gehen in die Diskussion, oder? Danke vielmals.